Ich bin unheimlich schlecht im Beschreiben. Jetzt wird's lustig. Ich habe die Worte alle schon gesagt, gell? Ah. So, Stritzel, kennst du Heads Up? Ja, kenne ich. Ja. Coole Sache. Oder? Ja. Ich finde, wir sollen das jetzt spielen, oder? Ja. Das ist eine gute Idee. Ich bereite hier mal was vor. Mhm. Bin gespannt. Aber mach keinen Quatsch. Kein Quatsch. Der sitzt neben mir und scheißt sich in die Hose. Der Cooper. Nee. Der Beifahrer. Richtig. Da war immer das berühmte GTI-Treffen. Wörthersee? Richtig. Eine Variante von Golf, die aussieht wie Eisen. Von der Farbe her. Eine Variante vom Golf, die aussieht? Oder wie ein Stein. Ein ganz harter, besonderer Stein. Marmor? Nee, ein anderer. Nee. Granit? Granit, richtig. Du bist da gut, gell? Okay. Cool. Die absolut geilste und schönste Rennstrecke der Nordschleife. Welt. Richtig. Du hättest nur eine schöne Rennstrecke sagen müssen. Ja. Und wenn der Tank leer ist, dann musst du machen einen Pitstop. Boxenstopp? Boxenstopp, richtig. Zeit ist um. Verdammt! Ey, das war gut. Das ist doch gut. Tipp drauf. Achtung, zack. Oh, warte, jetzt. So, ich mache mich bereit. Man fährt einen Hügel hoch, ziemlich schnell. Was ist es? Ein Bergrennen. Jawohl. Der neue GTI ist ja nicht wie ein herkömmliches Auto angetrieben, sondern wie ist er angetrieben? Elektrisch. Korrekt. Oh. Oh. Mega. Jetzt kommt. Es gibt Fahrzeuge, da schaltet man am Lenkrad. Ja. Und es gibt Fahrzeuge, da schaltet man in der Mitte. Richtig. Und beim GTI ist es meistens ein Golfball. Genau. Wie heißt das Teil? Schalthebel. Ein anderes Wort für Schalthebel. Noch ein anderes Wort? Komm. Weiß ich nicht. Schaltknauf. Schaltknauf. Okay, das war falsch. Aber okay, komm, den Punkt check ich hier. der GTI-Stoff, den haben auch manche Menschen als Kleidungsstück an. Chipita. Schottenrock. Schottenrock. Ja, okay. Aber okay, ein hat er nicht erraten. Volkswagen.